In diesem Video möchte ich noch auf eine alternative Variante der modifizierten Knotenspannungsanalyse eingehen. Und dazu soll nochmal dieses Netzwerk dienen, das ich schon in einem vorherigen Video besprochen habe und das dort schon vollständig berechnet wurde. Ein gewisser Nachteil der modifizierten Knotenspannungsanalyse ist ja, dass man eben nur diese Knotenspannung berechnet. Also wir hatten dort die Knoten nummeriert, diesen Knoten der Nummer 1 gegeben, diesem Knoten die Nummer 2 gegeben und diesem Knoten die Nummer 3 gegeben. Und das hier unten war der Bezugsknoten. Und die Lösung dieser modifizierten Knotenspannungsanalyse waren dann diese Knotenspannungen, die Knotenspannung 1 vom Knoten 1 zum Bezugsknoten, die Knotenspannung 2 vom Knoten 2 zum Bezugsknoten und diese Knotenspannung 3 hinten vom Knoten 3 zum Bezugsknoten. Und was außerdem ausgerechnet wurde, war der Strom, der hier durch die Quelle fließt, der Gesamtstrom als komplexer Zeiger. Und ja, das ist die direkte Lösung dieses Gleichungssystems, dieser Netzwerkberechnungsmethode. Und wenn man jetzt andere Spannungen wissen möchte oder andere Ströme wissen möchte, dann muss man die sich in einem zusätzlichen Schritt ausrechnen. Also zum Beispiel, wenn man diese Spannung hier über den Widerstand der 1 wissen möchte, muss man eben die Differenz dieser beiden Knotenspannungen berechnen. Das ist dann diese Zweigspannung oder die Spannung über der Induktivität hier hinten wäre eben die Differenz von der Knotenspannung 1 und der Knotenspannung 3. Und wenn man dann diese Zweigspannung hat, dann kann man aus den Zweigspannungen natürlich auch die Zweigströme ausrechnen, also den Strom, der hier fließt, und den Strom, der hier hinten in diesem Zweig fließt. Zur Berechnung dieser Ströme gibt es jetzt aber noch eine alternative Variante. Und um die zu demonstrieren, soll man dieser Strom I1 hier ausgerechnet werden. Und zwar, indem man dieses Bauelement, durch das dieser Strom fließt, und das sind in diesem Fall ja zwei Bauelemente, wir nehmen aber mal das obere, diesen Widerstand R1, indem man ihn eben nicht als Admittanz in diese Knotenadmittanzmatrix der Knotenspannungsanalyse reinschreibt, sondern als Impedanz. Und wie das gemacht wird, das ist hier oben mal durch diesen MNA-Stempel gezeigt. Also eine Impedanz oder eben ein Widerstand, der zwischen den Knoten I und J angeschlossen ist, erzeugt in dieser A-Matrix, in der Knotenadmittanzmatrix, genau diese Einträge. Also der taucht dann nicht mehr als Admittanz auf, sondern eben nur noch als Impedanz, und dann stehen da noch so ein paar Einsen und Minuseinsen. Und in dem Lösungsvektor, da wo die Knotenspannungen drinstehen, da wird dann eben auch die Spannung berechnet, der Strom berechnet, der durch diese Impedanz durchfließt. So, deswegen können wir jetzt direkt mit dem nächsten Schritt anfangen und halt wieder die das zugehörige Gleichungssystem in Matrixform aufschreiben. Es gibt immer noch diese drei Knoten plus die Spannungsquelle plus diese Impedanz hier. Deswegen hat diese Matrix am Ende 5 Zeilen und 5 Spalten. Es gibt immer noch den Vektor mit den gesuchten Größen. Und es gibt immer noch die rechte Seite des Gleichungssystems, in dem die Quellen drinstehen. So, und ich teile das jetzt mal wieder so ein bisschen ab und sage, das ist, sind 3 Zeilen und 3 Spalten. Und dann gibt es noch die 4. Spalte und die 5. Spalte, und die 4. und 5. Zeile teile ich auch nochmal ab. Und genau diese Teilung nehme ich hier auch mal vor, um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu machen. So, jetzt ist hier wieder die eigentliche Knotenadmittanzmatrix. Da steht auf der Hauptdiagonale wieder die Summe der Admittanzen, die am jeweiligen Knoten angeschlossen sind. In dem vorherigen Video haben wir dann das eben umgewandelt in eine Admittanz und das in eine Admittanz. Wobei diese Admittanz taucht jetzt hier nicht auf, weil diesen Widerstand berücksichtigen wir als Impedanz. Aber hier unten gibt es immer noch eine Admittanz Y2 und hier eben eine Admittanz Y3. So, das heißt, an diesem Knoten, dieser Widerstand taucht nicht mehr auf, der ist als Impedanz berücksichtigt, aber diese Admittanz hier taucht auf, das YL. Dann am Knoten 2, dieser Widerstand taucht auch nicht mehr auf, es taucht nur noch die Admittanz Y2 auf. Und am Knoten 3, wie im vorherigen Fall, YL und Y3.
So, genauso wieder die Koppelleitwerte zwischen dem Knoten und dem 1 und dem Knoten 2 wäre zwar eigentlich der Widerstand 1, aber der wird jetzt nicht mehr als Admittanz berücksichtigt, sondern als Impedanz. Und dann sieht man hier oben Knoten I, Knoten J, da steht auch einfach eine 0, da passiert nichts. Deswegen stehen hier und hier in der ersten Zeile, zweiten Spalte und zweite Zeile, erste Spalte jeweils eine 0. Zwischen dem Knoten 1 und dem Knoten 3, wie in dem vorherigen Video, ein YL und zwar negativ, weil dort immer die negativen Koppelleitwerte stehen und dementsprechend wie in der ersten Zeile dritten Spalte, so auch in der dritten Zeile ersten Spalte. Und zwischen dem Knoten 2 und dem Knoten 3 ist hier nichts angeschlossen, deshalb steht dort einfach eine 0. So, das ist jetzt die Spalte und die Zeile, in der wir diese Spannungsquelle hier berücksichtigen. Da ist es wie in dem vorherigen Fall so, da wo der Spannungspfeil anfängt an diesem Knoten, ist in dieser Zeile hier eine minus 1 vorhanden. Und da der Spannungspfeil dann am Bezugsknoten aufhört, taucht die plus 1 nicht auf und alle anderen Einträge sind einfach 0. Und in der dazugehörigen Zeile ist das genauso wieder, aber eben mit umgekehrten Vorzeichen. Das heißt, da wo der Spannungsfall anfängt an diesem Knoten, steht dort eine 1. Also in der zu diesem Knoten zugehörigen Spalte, und das ist die erste Spalte, an der zweiten Spalte ist diese am zweiten Knoten ist diese Spannungsquelle nicht angeschlossen und am dritten Knoten auch nicht. Sondern das andere Ende zeigt ja zum Bezugsknoten. Deswegen eben hier nur Nullen und hier steht sowieso eine 0. So, und die letzte Spalte und die letzte Zeile, da wird jetzt eben unser Z, unsere Impedanz hier berücksichtigt. Ja, das soll der Zähler für die Impedanz sein. Wir haben jetzt nur eine Impedanz in diesem Netzwerk drin, nämlich das hier. Ich lösche mal das dort wieder weg und schreibe jetzt mal hin, das ist das, was wir als Z1 berücksichtigen. So, und jetzt können wir gucken. Da, wo der Strompfeil anfängt, das soll der Knoten I sein. Das ist hier oben der Knoten 1 und deswegen steht in der ithen Zeile eine 1. Also hier in der ersten Zeile. Und in der ithen Spalte steht auch eine 1. Das ist auch die erste Zeile. Und da, wo der Strompfeil hinzeigt zu dem Knoten, das ist der J-Knoten. Und deswegen in der J-ten Zeile und in der J-ten Spalte, und das ist hier der Knoten 2, also die zweite Zeile und die zweite Spalte, da steht eine minus 1 und eine minus 1. Und in dem Rest steht halt einfach gar nichts, da stehen einfach Nullen. Da und da eine 0. Und hier auch eine 0. Und hier unten soll dann ein minus Z stehen, also ein minus Z1. Und das Z1 sind einfach 10 Ohm. Statt dem Z1 könnte man sich auch einfach ein R1 schreiben. So, dann in dem Vektor der Unbekannten, die wir noch berechnen wollen, steht natürlich weiterhin die Knotenspannung 1 und die Knotenspannung 2 und die Knotenspannung 3. Dann steht in der Zeile, das ist ja die Zeile, die zu der Spannungsquelle gehört, steht der Strom, der durch die Spannungsquelle fließt. Das ist der Gesamtstrom. Und in der letzten Zeile, das ist die Zeile, die hier zu der Impedanz gehört, können wir hier gucken, steht in dem X der Strom drin. Genau dieser Strom hier, der durch diese Impedanz fließt. Und das ist in unserem Schaltbild der Strom I1, den ich jetzt ja auch als komplexen Zeiger schreibe. So, und dann folgt noch der Vektor der Quellen. Hier würden die Stromquellen stehen am jeweiligen Knoten. Es gibt keine Stromquellen in diesem Netzwerk, deswegen stehen dort überall Nullen. Hier, das ist ja die Zeile, die zur Spannungsquelle gehört. Deswegen steht dort die Spannungsquelle als komplexer Zeiger. Und ja, zugehörig zur Impedanz ist keine Quelle, deswegen steht dort einfach eine Null. Und jetzt hat man ein 5x5 Gleichungssystem, das man natürlich wieder genauso lösen kann wie vorhin. Wir nennen das Matrix A, nennen diesen Vektor hier x von unseren Unbekannten und nennen die rechte Seite wieder b und lösen das Ganze dann wieder so, dass man mit der Inversen von A von dieser Seite aus ran multipliziert. Die Inverse der Matrix mal die Matrix ergibt die Einheitsmatrix mal den Vektor ergibt den Vektor. Und auf der anderen Seite dieses Gleichungssystems steht dann eben
die inverse Matrix, also 1 durch a und das Ganze mit dem b, mit dem Vektor b multipliziert. Ja, und weil die Reihenfolge bei der Matrizenmultiplikation eben nicht egal ist, die Matrizenmultiplikation nicht kommutativ ist, muss man den Bruchstrich etwas schräg machen, vielleicht nicht so übertrieben schräg wie in meinem Beispiel jetzt hier, aber eben um diese Reihenfolge der Multiplikation zu kennzeichnen. So, und jetzt kann man diese Gleichung hier und diese Matrix und diesen Vektor und das alles wieder im Octave berechnen und dann diesen Vektor der Unbekannten damit bestimmen. Ich habe jetzt hier in dem Octave glücklicherweise noch die Werte drin aus dem vorherigen Video für die Widerstände. Die waren alle 10 Ohm, so wie das hier unten auch steht. Und das ZL steht da auch noch drin für die Induktivität. Das waren genau J 10 Ohm. Und dann daraus die ganzen Admittanzen berechnet. Die Admittanz Y1, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann steht hier unten eben noch die alte Matrix A. Und jetzt rechne ich einfach oder schreibe einfach dazu eine neue Matrix A. Man sieht hier oben auch noch das alte Ergebnis, was dort stand. Ja, und jetzt eben relativ stumpfsinnig diese Matrix hier unten abschreiben. Dann steht da ein YL und eine 0 und eine 0 und ein minus YL, eine minus 1 und eine 1. Dann in der zweiten Zeile eine 0, ein Leitwert Y2, eine 0, eine 0 und eine minus 1. In der dritten Zeile ein minus YL, eine 0, ein YL plus Y3 für die Summe der Admittanz am dritten Knoten und zwei Nullen. So, und dann in der vierten Zeile eine 1 und vier Nullen und in der letzten Zeile eine 1, eine minus 1, eine 0, eine 0 und ein minus Z1 und für das minus Z1 schreibe ich jetzt einfach minus R1, die Impedanz vom Widerstand entspricht ja dem Widerstand. Und setze jetzt dahinter mal ein Semikolon, sodass das diese Matrix A hier nicht nochmal auf der Kommandozeile ausgegeben wird. Mit dem Trick oder mit dem Hintergrund ein bisschen Platz zu sparen, sodass wir das neue Ergebnis hier gleich nochmal mit dem alten Ergebnis vergleichen können. Und wir brauchen natürlich auch einen neuen Vektor B. Ich nehme jetzt mal den alten Vektor B, der steht hier noch drin, und schreibe da einfach mal noch eine 0 dazu für die letzte Zeile. Und setze auch hier ein Semikolon, dass die Ausgabe unterdrückt wird. Und jetzt können wir das x natürlich auf genau die gleiche Art und Weise ausrechnen. Und kriegen ein neues x raus, entsprechend jetzt mit 5 Einträgen. Wobei die drei Knotenspannungen genauso sein sollten und dieser Gesamtstrom auch der gleiche sein sollte. Und wir nur zusätzlich noch den Strom I1 berechnet bekommen sollten. Und jetzt können wir das mit dem alten x aus dem alten Video, aus der alten Lösung vergleichen, die Knotenspannung am Knoten 1. Der Knoten 1 ist der Knoten hier oben, sollte tatsächlich genau dieser Quellspannung entsprechen und die ist als Zeiger aufgeschrieben, einfach die 1 Volt ohne Phasenverschiebung, 1 Volt auf der reellen Achse. Die Knotenspannung am Knoten 2, das war genau die Spannung an diesem Widerstand hier und diese beiden Widerstände sind ja gleich groß, deswegen teilt sich diese Quellspannung von einem Volt auch genau zur Hälfte auf diese beiden Widerstände auf, sodass diese Spannung hier genau die Hälfte davon ist, 0,5. Dann ist das hier die Spannung an dem dritten Knoten, das ist die Spannung über diesem Widerstand hier. Das ist jetzt im Kopf ein bisschen schwierig, sich zu überlegen, dass die genau diese 0,5 minus J 0,5 Volt entspricht. Aber das ist in dem anderen Video anhand eines Zeigerbildes erklärt. Dann ist das der Gesamtstrom, der ist ja auch gleich. Und das ist jetzt der Strom, der durch diesen ersten Widerstand fließt. Und damit auch der Strom ist, der durch diesen zweiten Widerstand fließt. Das ist auch relativ sinnvoll, dass das so ist. Wenn die beiden Spannungen jeweils 0,5 Volt sind und der Widerstand 10 Ohm sind, dann sollte da eben auch ein Strom von 0,05 Ampere oder von 50 Milliampere rauskommen. Und jetzt kann man sich auch dann nachträglich überlegen, ob das mit diesem Gesamtstrom hier passt. Das ist ja in dem letzten Video noch so ein bisschen offen geblieben.
wenn man weiß, dass über dem Widerstand R3 genau diese Knotenspannung 3 abfällt, dann fließt ja durch diesen Widerstand R3 eben auch ein Strom, der dieser Spannung durch den Wert des Widerstandes entspricht, also diese Spannung durch 10 Ohm, dann sind das 0,05 Ampere minus J, 0,05 Ampere. Und dieser Strom hier hinten, der in dem vorherigen Video mal gelb eingezeichnet war und dort IL hieß, dieser Strom zusammen mit dem Strom I1, also dieser Strom zusammen mit dem Strom I1, die müssten ja an diesem Knoten hier oben genau den Gesamtstrom ergeben. Und das kann man sich jetzt aus diesen Werten ja auch relativ schnell im Kopf ausrechnen, dass das passt. Wenn ich hieraus den Strom ausrechnen würde, jeweils die 5 einfach eine Kommastelle nach hinten verschiebe und das mit dem Strom hier addiere, dann kommt genau das hier raus. Also minus J 0,05 Ampere und 0,05 und nochmal 0,05 sind genau 0,1 Ampere. So, dass das hier alles perfekt passt, das sollte man auch immer mal für so ein einfaches Beispiel sich überlegen, ob das so passen kann, um sich sicher zu sein, dass man die Methode, die Netzwerkberechnungsmethode zum Beispiel in diesem Fall eben diese modifizierte Knotenspannungsanalyse vernünftig angewendet hat und in dieser Matrix hier unten eben auch in jeder Zeile, in jeder Spalte und in diesen Vektoren in jeder Zeile, in jeder Spalte die richtigen Einträge dort drin stecken. So, und der große Vorteil eben hier auch nochmal kurz dargestellt, dieser modifizierten Knotenspannungsanalyse wäre jetzt, wenn wir mal wieder einen zusätzlichen Widerstand in dieses Netzwerk hier rein tun, der genau diese beiden Knoten 2 und 3 miteinander verbindet, dann wäre es auf klassische Methode sehr schwierig, dieses Netzwerk zu berechnen, weil man ohne weiteres keinen Gesamtwiderstand mehr ausrechnen kann, weil eben diese beiden nicht mehr direkt parallel sind, die auch nicht und die nicht mehr direkt in Reihe und die nicht mehr direkt in Reihe, weil immer dieser Widerstand hier in der Mitte dazwischen funkt. Der war in dem anderen Video mit R4 bezeichnet und man eben aufgrund dieses Widerstandes R4 zum Beispiel auch keine Spannungsteilerregel mehr anwenden kann, weil die Spannungsteiler auf beiden Seiten der Schaltung jetzt belastet sind. In der MNA-Methode, in dieser modifizierten Knotenspannungsanalyse, in der Modified Nodal Analysis, ist es jetzt aber eben kein Problem zu sagen, an diesem Knoten 2 und an diesem Knoten 3 müsste ich jetzt in der Matrix einfach den Leitwert Y4 und an der Stelle auch nochmal das Y4 mit berücksichtigen. Und zwischen dem Knoten 2 und zwischen dem Knoten 3 müsste dann der Koppelleitwert minus oder die Koppeladmittanz minus Y4 auftauchen. Und diese Einträge müsste ich jetzt einfach mit in dieser Matrix berücksichtigen und in der Berechnung oder in der Schreibweise hier in dem Oktave berücksichtigen und könnte dann trotzdem genauso das Netzwerk weiterhin berechnen, ohne einen viel größeren Aufwand zu haben. Und das ist eben genau der große Vorteil der Knotenspannungsanalyse und auch der modifizierten Knotenspannungsanalyse.